Die lange Suche nach Ciri führte Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Ja, und damit willkommen zurück hier bei The Witcher 3 Wildhunt. Und damit hat sich eigentlich schon die Frage beantwortet, ob Uma Ciri ist. Ich denke mal, gerade eben wurde uns verraten, dass er es nicht ist. Sowieso dieser Theorie. Ja, wir wollen uns in diesem Video aufmachen in Richtung Velen. Wir wollen zurückkehren in die Königreiche rund um Novigrad. Und vor allen Dingen natürlich auch Rabenfels, Krähenfels, ich weiß es immer noch nicht hundertprozentig. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht, wie gesagt. Wir sind ja immer noch auf der Spur von Ciri und werden dann jetzt nach der Ladezeit aufbrechen, um via Schnellreise Skellige hinter uns zu lassen. Ah ja. Art Skellig, Kehrtrolde. So. Hallo Plötze. Ein Klon von Plötze. So. Und ich muss sagen, wir haben aber schon viel entdeckt, oder? Ich erinnere mich noch dran, als wir hier angekommen sind. Vor gefühlten, 50 Spielstunden. Und als ich zum allerersten Mal hier die Festung gesehen habe. Ah, Wahnsinn. Aber okay, ich will sagen, wir nutzen die Schnellreise. Und ich würde beinahe sagen, und das meine ich vollkommen ernst, wir könnten theoretisch noch 3-4 Nebenaktivitäten machen, bevor wir jetzt wirklich mit unserem guten Uma weitermachen. Denn wir können auf jeden Fall, das ist ja sozusagen direkt da, wir könnten auf jeden Fall zum Beispiel der Betrogene von Ochsenfurt machen. Ich wollte sowieso nach Novigrad, weil ich ein wenig handeln möchte. Die Akademie von Ochsenfurt mag meine Alma Meta sein, doch es ist die Stadt Ochsenfurt, die mir meine wahre Bildung vermittelt hat. Meine Erlebnisse in ihrer Taverne und Gassen ließen mich oft als zitterndes Wrack zurück, überwältigt von der majestätischen Welt, die sich vor mir aufgetan hatte. Leider wurde die Stadt im dritten Nilfgaardischen Kriege zu einem Schatten ihrer selbst und die wenigen, die noch in den Tavernen und Gassen zu finden waren, riskierten nicht die Erleuchtung, sondern den Tod von der Hand eines mysteriösen Mörders. Geralt, möge die Götter ihn segnen, beschloss sich der Sache anzunehmen, denn er argwöhnte, dass hier ein Monster die Klauen im Spiel hatte. Ja, ein Monster, der Betrunkene von Ochsenfurt. Betrunkene sind ja sowieso Monster, ganz genau. Nein, wir wollen natürlich zurückreisen nach Velen, wie gesagt, und können ja dann erstmal hier den ein oder anderen Nebenauftrag erledigen. Novigrad. Ochsenfurt. Ochsenfurt. Ah ja. Direkt am Hafen. Alles klar, die Ladezeit dürfte jetzt länger dauern, ganz genau. Geralt zu diesem Schluss. Uma, der hässlichste Mann der Welt und Opfer eines Fluchs, war der Schlüssel, um Ciri wiederzufinden. Ja, ja. Wobei ich das auch noch nicht ganz verstehe. Ich meine, unser guter Skjall war am Strand. Der Elfenmagier ist gemeinsam mit Ciri weggesegelt. Dann kam Uma am Strand. Skjall hat den Uma gesehen. Aber inwiefern ist Uma jetzt die Antwort auf das Rätsel rund um Ciri? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Also da scheint Geralt sehr interessante Synapsenverbindungen zu besitzen, da irgendwelche Verbindungen herstellen zu können. Naja. Biologie-Leistungskurs, sage ich nur. Aber okay, wir wollen zusehen, dass wir jetzt, wie gesagt, hier den erstmal diesen Hexerauftrag erledigen. Ich denke mal, das hilft uns auch hier erst wieder ein bisschen in Velen reinzukommen. Ist ja wirklich eine halbe Ewigkeit her, dass wir hier etwas gemacht haben. Und wir müssen auch dann nochmal gucken, wie es genau aussieht mit dem Handeln, wie gesagt. In Ochsenfurt gab es ja auch den einen oder anderen Händler. Natürlich wäre es in Novigrad besser gewesen. Da hätten wir auch direkt unsere Florenz eintauschen können, aber später. Ah, ist das schön hier. Deinesgleichen steckt einen an. Mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Genau, genau. So.
Hallo, lieber Offizier. Nikolas Friedmann. Schöner Name. Ich bin wegen des Hexauftrags hier. Ich bin wegen des Auftrags hier. Auftrag? Ach ja, ich habe mein Zeichen unter irgendetwas dergleichen gesetzt. Offenbar greift irgendeine Kreatur einsame Passanten an und wirft ihre Leichen dann in die Gräben um Ochsenfurt. Solltest du dich darum nicht kümmern? Mag sein, aber wir müssen einen verflixten Krieg gewinnen. Ich habe keine Zeit, die Gräben zu reinigen. Na gut, wir machen es natürlich gerne, aber erstmal hier die Belohnung. Reden wir über die Belohnung. Bewähre dich und du sollst nicht enttäuscht werden. Die redanische Armee ist kein Haufen von Hungerleidern. Wir können uns Hexerdienste leisten. Das will ich sehen. Na schön, das kann ich reinen Gewissens zahlen. Ja, ich muss unbedingt höher ansetzen. Na gut, dann machen wir's. Ich übernehme den Auftrag. Ich brauche Details. Du wirst alles erfahren, was ich weiß. Also fangen wir mal an, die Opfer. Was weißt du denn von denen? Ich will die Leichen der Opfer untersuchen. Eine Leiche ist eine Leiche. Wenn ich die Wunden sehe, kann ich vielleicht beurteilen, mit welcher Art Monster wir es zu tun haben. Frag unseren Knochensäger. Der weiß, ob die Leichen schon verbrannt wurden. Du findest ihn wahrscheinlich in der Hütte am Fluss. Unsere provisorische Leichenhalle. Sehr professionell. Und vielleicht irgendwelche Zeugen? Gibt es Zeugen dieser Angriffe? Hat irgendwer das Monster gesehen? Bei einem Angriff gab es eine Überlebende. Die war aber angeblich seitdem nicht mehr nüchtern. Wenn du trotzdem mit ihr reden willst, solltest du es in der Taverne von Ochsenfurt versuchen. Du wirst doch keine Schwierigkeiten wegen der Belohnung machen, oder? Nein, ich will das nur erledigt wissen. Das wirst du. Sprich mit dem Zeugen, sprich mit dem Arzt. Gut, zwei kreative und komplexe Aufgaben. Mal schauen, ob wir dazu imstande sind. Ich würde sagen, wir fangen an mit dem Zeugen, weil uns doch gerade so markiert wird, Geralt. So, apropos Zeuge, wir sind jetzt gerade auf dem Marktplatz. Meditation. 10 Uhr. Da können wir eben handeln, damit wir zumindest ein bisschen unser Inventar erleichtern können. So. Rüstungsschmied, Rüstungsschmied. Hier sollte man schon mal ein paar Sachen loswerden können. Hallo. Schöne Schwerter. Hallo noch einmal. Hast du einen interessanten Auftrag für mich? Nö. Lass mal sehen, was du anzubieten hast. Viel Geld, bitte. Viel Geld. Ganz, ganz viel Geld. 50.000. Ja, es ist in Ordnung. Es ist alles so viel wert und er hat... Oh. Wie sieht es denn aus mit dem Handwerk? Kannst du irgendwas Tolles herstellen? Ich glaube, sehr weniger. Stufe 30, noch 5 Stufen. Überlegene Greifen, Stufe 26. Wäre mit dem nächsten Rang möglich. Vom Wert her nicht schlecht. Meisterlich wäre 34. Überlegenes Greifen. Oh. Nicht schlecht. Vielleicht sollten wir uns dann im nächsten Stufaufstieg mal die Greifenrüstung komplett aufs nächste Level bringen. Überlegende Greifenrüstung. Jo. Die Effekte sind schade, vor allem die blutende Resistenz, aber ihr wisst, ich bin ein sehr, sehr großer Freund der Hexerausrüstungen. Am liebsten hätte ich natürlich die, hier. Na, ihr wisst ja. Hier, meisterliche Katzenrüstung. 34. Rüstung plus 25, aber Stufe 28. Hm.
Na gut, aber noch haben wir den Stufenaufstieg nicht geschafft. Das heißt, noch kann uns das alles recht egal sein. Auf Wiedersehen. Bis dann. Gewinnt du und ich? Was für eine Frage. Okay, gut, dann würde ich sagen, auf zum Zeugen. Natürlich im Wirtshaus, wo auch sonst. Ah ja, hallo Frau. Oh, spendierst du einem Monsteropfer was zu trinken? Ja, reden wir über den Angriff. Erzählst du mir von dem Monster und dem Angriff? Da brauche ich noch eine Flasche, um das durchzustehen. Ich glaube, du sagst mir alles, was ich wissen muss, mit oder ohne Flasche. Ja, mach ich. An dem Abend bin ich aus der Taverne nach Hause. Hatte ein Gläschen getrunken oder fünf, aber ich bin sicher, dass ich nicht halluziniert habe. Da rief etwas in einer Gasse meinen Namen. Es war dunkel, ich habe nicht sehen können, was es war, aber ein Mensch war es nicht, das weiß ich. Woher weißt du das? Das Ding hat sich meinen Rocksaum gegriffen, aber ich habe mich losgerissen und bin gerannt. Das ist alles? Dann hast du aber nicht viel gesehen. Du glaubst mir auch nicht, wie? Du kannst mich mal! Ihr könnt mich alle mal! Ah ja, warum glaube ich denn irgendwie nicht? Ein Gläschen oder fünf? Ja, alles klar. Mir reicht's. Gestern wurde wieder eine Leiche gefunden. Das war wahrscheinlich eher ein Vergewaltiger. Die letzten Tropfen Blut. Nur noch Haut und Knochen. Verdammt. Die Straßen sind. Da war was. Ein Armband. Ziemlich abgetragen. Silber unter der Vergoldung. Zu groß für eine Frauenhand. Wahrscheinlich hat das der Angreifer verloren. Ah ja. Ein Armband. Okay, sprich mit dem Arzt. Oh wei, oh wei. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Monster war. Es müsste ja eigentlich so sein, es ist ja ein Hexerauftrag, aber man weiß ja nie, was ist denn hier los? Digga, hat die Welle gesehen. Sehr, 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 sehr merkwürdig aus. Okay, hallo Doktore. Bist du der Arzt? Ich möchte die Opfer des Monsters sehen. Oh ja, die habe ich noch nicht verbrannt. Muss mich drum kümmern. Okay, schicke Maske. Hast du die denn zusätzlich schon untersucht? Hast du Autopsien gemacht? Oder planst du das? Warum sollte ich? Bettler und Rumtreiber stinken allesamt nach billigem Wein. Kann ich sie mir mal ansehen? Eigentlich wäre es mir lieber, wenn du hier nicht rumschnüffeln würdest. Muss ich mit einem schriftlichen Befehl wiederkommen? Oh, Schreck, bist du penetrant. Hier, der Schlüssel zur Leichenhalle. Guck, so viel du willst. Dankeschön, sehr professionell und sehr wissbegierig auf den Täter, unser guter Arzt. Na, lecker. Frische Organellen. Okay. Er war betrunken. Jemand hat ihn über das Pflaster geschleift. Bissspuren am Hals. Ein Vampir hat ihn ausgesaugt. Vampirbisse und starker Alkoholgeruch. Genau wie der andere. Die Vorliebe für Schmuck, die Spuren an den Leichen, alles deutet auf einen Katakan hin. Und dieses Exemplar hat eine Vorliebe für Säuferblut. So lässt es sich anlaufen. Jo, sprich mit der Taverne, betrink dich. Wisst ihr, das ganze Spiel lang lehne ich Alkohol ab und jetzt werde ich von einer Aufgabe zu gezwungen, doch zu trinken. Na, super. Aber okay. Meiner Meinung nach ist die Grafik übrigens schlechter geworden durch das Update, aber ich meckere ja sowieso über jedes Update rum. Na gut, guck ich mal den Boden an, so war das doch früher nicht. Mann. Ja, hallo lieber Shang, Stjepan. Hallo. Ich mach dich jetzt reich. Säufer, Barbiere, Hausmeister und Studenten aus der Philosophenhalle bedienen wir nicht. Sehe ich aus wie einer von dieser Liste? Kann ich schaden, die Dinge klarzustellen? Was haben sie dir denn getan, die Studenten aus der... Darüber will ich lieber nicht reden, ja? Was darf sein?
Ja, ich brauche was zu trinken. Natürlich alles nur aus professionellen Gründen. Ich will mich bis zum Rand volllaufen lassen. Und zwar mit billigem Wein. Liebeskummer? Geschäftspleite? Weder noch. Berufliche Gründe. Du müsstest aber im Voraus zahlen. Schenk ein und nicht leer werden lassen. Ja. Ich kannte ein Mädchen, oh, höret mein Lied. Das war zwar ganz putzig, doch völlig frigid. Das zweite, das ließ wohl auf Orgien hoffen, doch kaum wurde es Abend, war's viel zu besoffen. Der Katakan hat's nicht gehört. Ich versuch noch eine Strophe. Ist das wirklich jetzt mal wieder ernst gemeint hier an dieser Stelle? Also ich muss sagen, Geralt ist sehr professionell. Ich glaube, besser kann das kein anderer. Ja, ich hole gleich auch Geralt. Na komm, sing uns ein Ständchen. Das dritte hingegen, das machte mir Freud. So freundlich im Herzen und allzeit bereit. Was soll denn das? So eine vulgäre Rüdelei. Finde ich auch. Naja, Jugend. Ja doch, schon gut, meine Güte. Ich dachte schon, der wär's gewesen. Gleich teilt Geralt richtig aus. Ich frag mich, wie ich so ein Vampir besiegen soll. Das sollte unterhaltsam werden. Na komm, Geralt, mir fehlt deine Stimme. Ich spüre dein Blut. Komm raus und kämpf, du Schwein. Ich werde dein Blut trinken. Komm schon, spar dir den Scheiß. Hier bin ich. Hier drüben. Ich glaube, der ist nicht hier, aber hier sind andere schöne Sachen. Ich komme sofort, lieber Vampir. Bitte einen Moment warten. Der sieht ja cool aus. Und ist gar nicht so schwach, wie ich dachte. Geil. Wo ist der verdammte Katakan? Also Geralt ist aber schnell wieder auf den Beinen. Also ich kann ihn hören. Und ich kann ihn sehen. Genial gemacht. Ich weiß ja nicht, ich mag die Hexeraufträge. Aber wenn sie sehr, sehr schematisch wiederholen, sind sie doch immer wieder auf eine eigene Art und Weise individuell gestaltet. Schlüssel benötigt. Ah ja. So. Der Tod kommt von oben, so heißt auch unsere Armbrust übrigens. Ein bisschen unfair. Ein ganz, ganz kleines bisschen unfair. Danke. Ein Schwertchen und die Trophäe. Ja. Ein bisschen unfair haben wir jetzt gewonnen, aber wir haben gewonnen. Schöne Physik Engine, sogar in der Cutscene. Das ist aber cool.
Nicht den Kopf verlieren. Plötze. Schon eklig, so ein, ja, Papierskopf an der Seite hängen zu haben. Was bringt uns der Spaß denn? Bonuserfahrung, naja. Das Schwert sieht verdammt hübsch aus. Boah, ist das schön. Aber... Nee. Leider nicht. 1500. Art Erden Axi Bonuserfahrung. Kritische Treffer, kritische Verstümmel. Nee. Tut mir leid. 5% Chance auf Bluten. Ja, wir haben uns wie gesagt mit Stufe 26 dann mal eine neue Rüstung herstellen. Das ist ja auch schon ein bisschen länger her, dass wir das gemacht haben. So, dann würde ich sagen, gehen wir noch schnell den Auftrag ab und dann soll es das mal gewesen sein. Haben wir genau einen Auftrag in diesem Video geschafft. Was? Das Lager ist direkt vor dem Offizier. Das ist mal wieder tolle Arbeit hier, dass man das nicht mitbekommt. Oh wei, oh wei. 30 Meter von ihm weg. Naja. Hallo Nikolas, du inkompetentes Etwas. Ich habe das Monster getötet, das hier die Leute umgebracht hat. Ein Katakan hat in der Stadt sein Unwesen getrieben. Ist das wahr? Aber was in aller Welt ist ein Katakan? Ein höherer Vampir. Dies war ein besonders interessantes Exemplar. Wie kann so eine abscheuliche Bestie interessant sein? Sie mochte Alkohol und hatte ein stark übersteigertes Ego. Hauptsache, du hast dir den Garaus gemacht. Lass dich dafür loben, Hexer. Bis dann. Seht euch mal bitte oben den Erfahrungsbalken an. Wir sind so knapp vor unserer neuen Rüstung. Na okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal geht es hier weiter. Ja, ja, Auftrag erledigt. Ich schaue mal gerade ganz kurz. Wir haben ja, glaube ich, wirklich keine Aufgabe mehr, oder? Nebenaufgaben, Spiel. Das wäre schon am Zielort. Das ist nicht hier. Das ist nicht hier. Auf der... Auf der Fährte, Lampert. Wir haben ja erfolgreich in Skellige nach unserem guten Mörder von Aiden gesucht. Ich erinnere mich. Das wäre es doch fürs nächste Mal, oder? Hier oben in Novigrad. Warum nicht? Ich würde sagen, das machen wir beim nächsten Mal auf der Fährte. Das heißt, Uma wird nochmal weiter nach hinten geschoben, denn ich möchte auf jeden Fall auch vorher noch die neue Rüstung herstellen. Erstmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's hier mit The Witcher 3. Morgen geht's weiter dann mit Lambert und ich bin gespannt, ob wir die Fährte endlich beenden können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.